Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video zeige ich euch die Top 3 New Balance Schuhe, die ihr haben müsst. Los geht's. So Leute, wie mir doch schon gesagt, im heutigen Video geht es um das Thema New Balance Schuhe. Ich habe 3 Modelle mitgebracht, die ich euch im Detail auch zeigen werde, die ich im Moment extrem feiere bei New Balance und dementsprechend auch mit Fitpicks. Ich will gar nicht zu lange vorweg reden und wir fangen einfach an mit den Schuhen. So Leute, fangen wir an mit Modell Nummer 1. Modell Nummer 1 ist der New Balance 992. Es gibt nicht viel zu dem Schuh zu sagen, außer er gefällt mir sehr, sehr gut. Ist mit der bequemste Schuh, den ich überhaupt habe und hat so diese typische Dead Sneaker Silhouette und ist auch bekannt eigentlich gewesen im Vorfeld, dass es ein sehr, sehr bequemer Schuh ist, der viel von diesen Dead Stil hat. Mittlerweile, die Mode hat sich geändert und Sachen sind super kombinierbar in verschiedenen Stilrichtungen. Ich zum Beispiel trage das gerne mit so Casual oder halt auch Streeting-Sachen zusammen ganz gerne. Man muss sagen, die Schuhe sind relativ klobig. Natürlich gibt es auch weitaus klobigere Schuhe als diese hier, aber sie sind, sie sind auf jeden Fall nicht die schmalsten Schuhe und die Silhouette, wenn man sie trägt, wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen größer. Dementsprechend geht das zum Beispiel nicht gut mit engen Sachen, finde ich persönlich. Ich trage die eher zu so weiteren Sachen, lockeren Sachen oder halt eben ein bisschen gecroppteren Sachen. Dazu finde ich, passt das ganz nice. Ist ein sehr, sehr geiler Schuh, sehr hochwertig, allerdings auch nicht so günstig. Ich muss sagen, ich habe es keinesfalls bereut, diesen Schuh mir geholt zu haben. Und ist in dem Fall die 992-Variante. Es gibt mehrere Modelle, die ähnlich sind. Die setze ich dem gleich. Es muss jetzt nicht der New Balance 992 sein, aber mir persönlich hat der hier am besten gefallen. Und dementsprechend habe ich auch mich dafür entschieden von dieser Silhouette. Und ist ein sehr, sehr geiler Schuh. Gerade in diesem Stonewash-Grau, in diesem Grau, ausgewaschenen Grau mit Suede und so. Ist sehr nice verarbeitet, sehr komfortabel. Und das ist auf jeden Fall Schuh Nummer 1. So, Schuh Nummer 2, allzeit bekannt, die letzte Dreivierteljahr sehr, sehr beliebter Schuh, das ist der New Balance oder letzte Jahr sogar schon, New Balance 550 hier in der Kollabo mit Aimé Leon d'Or, kommt jetzt auch eine neue Kollabo raus, man muss sagen, das ist die ideale Alternative zu einem Nike Dunk oder einem Louis Vuitton Trainer, ist eine sehr, sehr geile Silhouette, trägt, kann man sehr, sehr cool kombinieren, muss ich persönlich sagen. Von der Verarbeitung auch sehr gut, nicht so günstig gemacht wie die letzten, zum Beispiel die Nike Dunks, die schon sehr billig gemacht sind, wo die Ledervarianten, und da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, den Vergleich zwischen alten und neuen Nike Dunks in meinem Nike Dunk Video. Auf jeden Fall ein riesiger Unterschied und hier muss man sagen, dass der Schuh einfach sehr, sehr gelungen ist, einfach ein wiederbelebter Schuh, war mal ein Basketballschuh, man mag es kaum glauben, den gibt es auch noch als High-Top, hat man auf jeden Fall was richtig mitgemacht und gerade in der Kollabo mit Aimé Leon d'Or extrem preisstabil und auch die ganzen Modelle, die jetzt von New Balance selber gelauncht wurden, von 550er, ich sag mal bis auf diese schwarzen Modelle, die mir persönlich nicht so gut gefallen, ist das schon ein sehr, sehr beliebter Schuh und einfach, wie ich schon gesagt habe, eine super Alternative zu einem Nike Dunk, wenn man einen bekommt. Die Colorways sind super kombinierbar, auch hier wieder kann man das Ganze in verschiedene Stilrichtungen kombinieren. Ich persönlich kombiniere das auch sehr, sehr gerne mit so lockeren Sachen, Casual auch gerne. Ich finde generell New Balance Sneaker oder generell das Thema Sneaker. Es gibt bestimmte Sneaker, wie man auch ein bisschen schicker zu einem Anzug kombinieren kann. Das kann man natürlich mit diesen New Balance Schuhen auf gar keinen Fall machen. Also mir persönlich gefällt es auf jeden Fall nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich sage auf jeden Fall Nein dazu. Und es ist ein sehr, sehr geiler Schuh. Und da kommt jetzt auch eine neue Linie von Aimé Leon d'Or raus mit so Brauntönen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn ihr da Bock drauf habt, müsst ihr euch in den Newsletter eintragen. Mit etwas Glück könnt ihr euch den ergattern. Ich habe das Ganze hier damals auch so bekommen. Ich habe mich da eingetragen und dann einfach glücklicherweise den Schuh kaufen können. Und meiner ist schon sehr gerockt. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der übertrieben seine Sneaker pflegt. Klar mache ich sie mal sauber. Aber in dem Fall hier ist der jetzt nicht so der sauberste Schuh. Und ist für mich halt ein Schuh. Der kommt halt an den Fuß. Und mit dem Fuß laufe ich durch Straßen. Und dann wird sowas auch unweigerlich halt dreckig. Nichts gegen die Leute, die natürlich ihre Schuhe extrem pflegen. Könnt ihr gerne machen, um Gottes Willen, finde ich auch cool. Nur ich bin da ein bisschen zu faul für und ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssneaker aktuell. So Leute, dann kommen wir zum dritten Paar und der dritte Paar ist der New Balance 374. Ist ein bisschen lustig, finde ich persönlich. Die ganzen New Balance Modelle haben Namen, beziehungsweise auch Nummern als Namen und ist ein sehr, sehr geiler Schuh. Ist ein
wie soll man sagen, ein bisschen mehr Casual Trainer, hat so unten so Noppen drauf. Wirkt auf jeden Fall sehr geil, sehr leicht, muss man sagen. Und den hier style ich zum Beispiel mehr so zu so Casual-Sachen oder halt, wenn es wirklich sportlich sein muss. Ich sag mal, ein Sportoutfit mit einem Hoodie, kurze Hose und sowas, was wir jetzt zum Beispiel wettertechnisch noch nicht hatten, was aber bald wieder am Start sein wird. Dazu kann man den auf jeden Fall cool rocken. Hat so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie so ein Nylon-Polyester-Stoffmaterial. Ich müsste es mal rausschauen. Ich sehe es auf jeden Fall im ersten Moment nicht, ist auch nicht weiter schlimm, aber es ist ein sehr, sehr leichtes Material, sehr atmungsaktives Material und dazu kombiniert mit so Wildleder und hier unten so einer Rubbersohle. Gibt es aber auch in verschiedenen Colorways. Ein sehr, sehr geiler Sneaker, muss ich sagen. Und ja, finde ich sehr cool. Auch gerade die Color-Combo, die ich hier habe, finde ich sehr nice. Und der 374 sitzt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Am Fuß auch sehr bequem und wer eine coole Alternative sucht zum 550er oder den 992 oder diesen Dead Sneaker generell, ist das auf jeden Fall eine ideale Variante. Aber da gibt es auch echt Colorways, die mir persönlich nicht so gut gefallen. Ich mag mehr so diese leichten Beige-Töne. Da wirkt das immer sehr, sehr edel bei so Schuhen und sehr cool kombinierbar, ein bisschen sportlich. Ist ein sehr, sehr geiler Schuh, muss ich sagen. Und wer sowas sucht, checkt den gerne mal ab. 374. Da kommen auf jeden Fall immer coole Colorways rein. Und der ist auch im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen wesentlich günstiger. Der liegt so um die 100 Euro. Ist auf jeden Fall eine coole Alternative und wenn man auch einen coolen New Balance Schuh haben möchte. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das sind so meine drei New Balance Modelle, die ich auf jeden Fall im Moment am meisten mag und die ich persönlich auch am coolsten finde. Falls da was für euch dabei ist, checkt das gerne ab. Gibt immer wieder coole Modelle, die rauskommen oder coole Colorways. Das sind auf jeden Fall der 327, der 550 und der 992 in dem Fall. Deswegen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, Peace. Ciao.